willkommen zurück bei The Legend of Zelda, A Link to the Past. In der letzten Folge sind wir hier in diesen Dungeon rein und haben den Blind, den Anführer der Räuberbande, erwischt und haben jetzt die Krafthandschuhe und somit können wir schwere Steine heben. Und das probieren wir jetzt gleich mal aus. Ich glaube, hier drüben waren ein Haufen schwere Steine, genau. Und jetzt kriegen wir die hoch. Jawohl. Gucken wir erstmal, was hier in dem Haus ist. Da ist ja auf der anderen Seite die Schmiede, ne? Und wir brauchen natürlich neue Feen, weil die uns haben wir letzte Mal ganz schön Feen gelassen haben. Ich weiß nicht, ob man hier ein Muster machen muss oder ob man einfach mal alle reindengeln. Vielleicht passiert ja was, wenn wir alle einstampfen. Ah ja, da ist eine Höhle aufgegangen. Okay. Sehen, was das wieder ist. Ein Herzteil. Ha. Noch eins, dann können wir wieder ein Zusatzherz haben. Also das hat sich gelohnt. Und jetzt können wir ja auch den Durchgang nach unten, wo so ein Stein uns versperrt hat, den Weg. Oh, ein Frosch. Dem reden wir mal. Jetzt können wir ja auch die schweren Schädel quasi zur Seite tun. So, was ist mit dir? Quack, quack, du siehst ja noch ganz normal aus. Du bist kein einfacher Junge. Quack, ich wohnte einst in Kakariko. Ich frage mich oft, wie es meinem Kollegen geht. Quack, bitte bring mich doch zu ihm, ja? Quack, bitte quack. Kollegen? Ist das etwa der kleine Schmied? Also wir hatten ja Zwergenschmied. Und der hat ja gesagt, dass er auf seinen Kollegen wartet. Und vielleicht ist das der. Das hier oben müsste ja der Schmiede sein. Also wir können ja mal jetzt den Spiegel ausprobieren. Ausprobieren. Genau so sicher bin ich mir jetzt gerade nicht. Na, na, na. Puff, ein kleiner Zwerg, jawohl. Komm, du bist doch der kleine Schmied. Na, das ist mal eine gute Sache. Du hast meinen Kollegen gefunden. Vielen Dank. Du bist jederzeit willkommen, wenn du dein Schwert härten lassen willst. Klar. Könnt ihr mir auch das Masterschwert härten oder ist es zu hart? Danke, vielen herzlichen Dank. Danke, vielen. Und wenn ich jetzt hier... Ja, aber ich will doch das Schwert härten lassen. Vielleicht muss ich erst nochmal rausgehen. Ah, jetzt hämmern sie. So. Ach, du bist da bist du ja wieder. Du bist hier in der Schmiede immer gern gesehen. Können wir dir helfen? Schmiedet mein Schwert. Gut, hier unser Angebot. Schmieden? Warte einen Moment. Schmieden 10 Rubine. 10 Rubine ist doch Klacks. Also schmieden, richtig? Jawohl. Alles klar, kein Problem. Wir müssen dein Schwert nur eine Weile hier behalten. Oh oh. Bin ich unbewaffnet. War hier noch irgendwo eine Fee oder sowas? Was tut er mit der Faust? Nein, keine Fee. Brauchen wir mein Schwert wieder. Vielleicht haben sie es ja jetzt geschafft. Wie sieht's denn aus? Hier hast du es, dein neu gehärtetes Schwert. Nimm es mal in die Hand. Und? Glückwunsch, dein Schwert ist stärker geworden. Spürst du seine enorme Kraft? Ja. Cool. Es hat jetzt eine andere Farbe. Blau sah es zwar besser aus, gefühlt.
Aber wenn es stärker ist. So, waren noch irgendwo Steine, die wir zur Seite heben können? Ach, beim Friedhof war auch noch irgendwas, ne? Ach, wir sind ja jetzt im... da können wir ja einen Vogel holen, wenn wir jetzt in der richtigen Welt sind. Gucken wir, ob wir zum Friedhof geflogen kommen. Eine Fee hätte ich noch gehabt. Okay. Wir wollen zur 1, genau. Eigentlich will ich runter, ne? Ich will gar nicht hier lang. Ja, das sieht schon cooler aus jetzt. Ach, da ist ein Ausgang, da kommen wir nicht hoch. Das ist natürlich blöd. Wie kann man da jetzt raus? Ist noch doch hier irgendwo. Mal nach Süden gehen. Das scheint schon ordentlich reinzuhauen, ne? Das Schwertel. So, du kannst mir gerade nicht helfen. War wahrscheinlich nicht die beste Richtung. Ich muss auch nochmal zu dieser Fee, damit ich ein bisschen Geld los wäre. Aber was will ich mit so viel Geld, wenn ich dann keins mehr aufnehmen kann, ne? Weil 1000 gehen, glaube ich, nicht. Aber vielleicht merkt man das ja gleich, ob das geht oder nicht. Unten raus hier? Ja. Ja, hier ging es nach Kakariko. Ganz schöner Reaktionstest hier. So, jetzt sind wir wieder hier oben. Gut. Ach so, hier waren doch auch die Holzfäller und überhaupt, da waren doch so ein Haufen Feen. Wir werden jetzt die Feen mal nachfüllen. So, nee. Du sollst nicht pfeifen, du sollst eigentlich das auswählen. Na, komm nochmal her. In einer Flasche aufbewahren. So, noch eine. In einer Flasche aufbewahren. So. Dürfte nun wieder voll sein mit Feen. Ja, aber ohne die Feen wäre es letztens böse ausgegangen mit dem Blind. Naja, ich habe auch nicht so gut, bin nicht gut ausgewichen und so. Ne? So, und jetzt gucken wir mal überall, wo noch solche Steine anzuheben waren, ob da noch Geheimnisse zu finden sind. Mystische Rabenviecher. Hab mich ein Herzl gekostet. Gut, da ist es wieder, das Herzl. Waren wir hier schon drin? Ich glaube ja.
Eine Kiste, nee, dann waren wir wahrscheinlich noch nicht drin. Ah, ein Herz. Ja, dein Herzteil ist gestiegen. Du hast ein Herzteil gefunden. Na, spitze. Langsam machen wir uns doch. Und das erstmal eine Kathedrale. Gleich daneben war der Friedhof. Gut, das hier hat man nicht von der Stelle gekriegt. Aber da sind so schwarze, ne? Und wie man da oben rauskommt oder reinkommt, vielleicht muss man da in die andere Welt rüber wechseln. Jetzt können wir natürlich hier alles zur Seite legen. So, mal sehen, wenn man dagegen rennt. Nee, hat's nicht gebracht. Mieser. Oh, jetzt hat's doch gebracht, dagegen zu rennen. Okay. Sehen, was hier drin ist. Aha, eine Art Dungeon. Oh, eine Kiste. Der Umhang, der Zauberumhang, trage ihn und du bist unsichtbar. Achte auf deine Magieanzeige. In der Schattenwelt war da irgendwo ein Hinweis, wenn du den Umhang trägst, kriegst du noch ein Herzteil. Das war, glaube ich, beim Berg. Ne? Da ist ein Herz. So, hat man noch irgendwo so die Steine? Da oben? Nee. Sah nur so aus. So, dann gehen wir jetzt zurück. Ich glaube, hier im Gras war da auch mal eine Fee. Klingt fast so, als würde mein Schwert brennen, ne? Naja, fast. Ein halbes Herzl noch. So, jetzt gehen wir wieder in der andere Welt. Ach nee, wir wollten ja den Vogel, ne? Dass wir uns nochmal unser Geld loswerden. Und zwar hat man ja auf der Insel letztens bei 8. Hier reinspringen. Aber ich war das nicht in der anderen Welt, aber es war, glaube ich. Oder? Bin mir nicht mehr sicher. Da ist zumindest ein Aufgang. Ah, das können wir jetzt anheben. Mal sehen. Ah, ein Teleporter. Das ist schon mal gut. Das ist sehr gut. Hier muss man auf dem Geld reinschmeißen. Genau. Wirf ein paar Rubine rein. Ja, jetzt haben wir doch 50. Deine Freude wuchs auf 50. Du bist fröhlicher geworden. Glückliche Zukunft. So, nochmal. Wirf ein paar Rubine rein. Wünsche werden wahr. Ich werfe. Wieder 50. Und da ist unsere Fee. Unsere gute Fee. Mehr Pfeile. 35. Ich hoffe, das freut dich. Als nächstes machen die Bomben nochmal. Bis wir alles Geld losgeworden sind. Ich hoffe, ich glaube, man braucht dann später auch nochmal Geld. Aber jetzt können wir zumindest dann wieder rechts tragen. Ne? Ich bin so froh. Überaus glückliche Zukunft. So. Das Ganze, weiß nicht, wie oft man das hier treiben kann. So, werfen wieder welche rein. Und da ist sie wieder, die gute. Mehr Bomben. 30 Bomben wären vielleicht schön, ne? Weil manchmal findet man ja 30er Pack Bomben und
dann kann ich nicht mal die aufnehmen. Ich bin wieder fröhlicher geworden. Eine sorgenvolle Zukunft. Naja, warum sorgenvoll? Weil ich wahrscheinlich kein Geld mehr habe, ne? Mehr Bomben. Ich weiß gar nicht, wie oft man das. Ich kann ja noch mehr Bomben versuchen. Ah, dann hören wir erstmal auf. Einmal mache ich es noch. Also jetzt sind wir schon ganz schön runter mit unserem Geld. Überaus glücklich sind wir jetzt wieder. So. Da gehen uns zumindest die Sachen nicht so schnell aus. So, jetzt bin ich gespannt. Kann ich Bomben noch aufwerten? Ja, 35. So, wir lassen es mal bei 35. Und jetzt gucken wir dann wieder nach Kakariko. Wir könnten zwar auch hier wechseln, aber ich glaube, die nächste Dungeon war ja im Wald, wo wir das Schwert gefunden haben, ne? So, und jetzt gehen wir dahin, wo wir wieder übertreten können. Hoppla. Das war ja bei den Zwergen. Genau. Herzchen gehofft, aber naja. Hier ist noch eine Hütte, wo man eine Bombe möglicherweise verwenden kann. Bombe. So. Die Kiste. 300, ne? Da hat es sich doch gelohnt. Da. Hätten wir das nämlich vorher aufgenommen, dann wären alles Geld, was über 1000 ist, verloren. So. Aber so ist gar nichts verloren. Wir haben es gut gemacht. Und wir haben das bessere Schwert. Ich will bloß noch ein halbes Herz mehr. Ich finde aber keine halben Herzen. Auch keine ganzen Herzen. Ah, na, da haben wir es doch. Wunderbar. Dieses durfte der Verbanden kein Zutritt, genau. Die können wir ja jetzt heben, diese Steine. Fee, na gut. Feen sind wir voll, das ist ganz gut. Gucken wir mal, was hier hingeht. Mist. Das war's schon mit dem Herzl. Macht schon jetzt ein bisschen mehr.
Da ist ein Eingang. Gucken wir mal rein. Okay. Wieder solche Geschichten. Jawohl. Oh, schon haben wir die Karte. Nee, ich wollte eigentlich den Kartenknopf drücken. Level 3. Okay. Scheint sehr verzweigt zu sein. So, hier kommen wir jetzt nicht weiter. Aber wir haben zumindest einen kleinen Schlüssel. Ach ne, dort unten kann man einen Schlüssel anwenden. Hat man nicht gerade einen Schlüssel? Ach ne, das war die Karte. Ich habe gar keinen Schlüssel. Ich brauche aber einen Schlüssel. Auch für hier. Okay, dann gehen wir wieder raus. Aber zumindest die Karte haben wir schon mal. Ja. Wir wissen ja, im anderen war hier. Eingang, genau. Gleich mal hier runter gucken. Da, 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 hier an der Wand ist nichts. Aber was bringt uns das Ganze jetzt? Ach, hier ist doch eine brüchige Wand. Da haben wir sogar die Bomben schon eingestellt. Gleich mal gucken. Ha, die Kiste. Was verschlossen, dann brauchst du hier wohl den großen Schlüssel. Ah, sind wir schon so weit. Wir wissen, wo die Kiste ist, ne? Nur der Schlüssel. Kann man das Ding auch unschädlich machen. Genau, jetzt können wir hier wieder rausgehen. Achso, wir brauchen einen Schlüssel, ne? Haben wir immer noch nicht, auch keinen kleinen. Habe ich gerade die Blitzdinger trotzdem erwischt? Vielleicht ist mein Schwert jetzt isoliert. Gut, dann müssen wir hier draußen halt weiter suchen. Ob man irgendwo in einen anderen Eingang. Da drüben ist ja noch einer, ne? Vielleicht finden wir dort einen Schlüssel. Gut, aber das werden wir in der nächsten Folge versuchen, wenn es wieder heißt Legend of Zelda: A Link to the Past. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer Astronir. Tschüssi.